Entnehmen Sie Ihren Hasenstall MH02 in Grau-Weiß aus dem Paket und entfernen Sie sämtliche Folien. Im Paket befindet sich Bauteil Nummer 13, Bauteil Nummer 7 und 8, Bauteil Nummer 1, Bauteil Nummer 3, Bauteil Nummer 2, Bauteil Nummer 4, Bauteil Nummer 5, Bauteil Nummer 6, zweimal Bauteil Nummer 9, Bauteil Nummer 10, zweimal Bauteil Nummer 12, Bauteil Nummer 11. Scharniere Bauteilnummer LR, Aufbaumaterialnummer ABCDE, die Aufbauanleitung. Sie benötigen für die Montage einen 10er Gabel bzw. Ringschlüssel und einen Kreuzschraubendreher. Verbinden Sie die Bauteile Nummer 2 mit Bauteil Nummer 6. Anschließend können die Bauteile 5 und 3 montiert werden. Nun ist der vordere Kasten montiert. Drehen Sie diesen nun um 180 Grad und befestigen die Bauteile Nummer 7 und 8 an der Hinterseite des Hasenstalls. Verbinden Sie nun die Bauteile 1 und 11 mit dem Montagematerial A. Anschließend kann dieses an den Hasenstall montiert werden. Jetzt können die Treppenbauteile Nummer 12 platziert werden. Schrauben Sie diese mit dem Kreuzschraubendreher fest. Legen Sie im Anschluss die Bodenplatte Bauteil Nummer 10 ein. Nun kann das letzte Seitenteil Bauteil Nummer 4 montiert werden. Sie können nun die beiden Bodenbleche in die Führungen einschieben.
Jetzt muss nur noch das Dach, Bauteil 13, montiert werden. Verwenden Sie hierfür die Scharniere LR und fixieren Sie diese am Dach. Legen Sie im Anschluss das Dach auf den Hasenstall und sichern die Hinterseite des Daches mit 9 Kreuzschrauben. Nun kann das Dach aufgeklappt werden und die restlichen Kreuzschrauben fixiert werden. Der Hasenstall MH02 hat mehrere Öffnungen, wodurch das Reinigen oder das Streicheln der Haustiere locker von der Hand geht. Die Bodenbleche sind aus rostfreiem Material und bleiben auch bei längerem Gebrauch immer voll einsatzfähig. Ihr Hasenressort ist nun eingerichtet. So steht Ihrem Hasenimperium nichts mehr im Weg. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Miveba-Hasenstall MH02.